und herzlich willkommen zu Naturschön Gespräch. Und mein Gast ist heute Heike Gerl. Hallo Heike. Hallo Attila. Wir sprechen heute über ein nicht so einfaches Thema: traumatisierte Tiere. Ja, bei Menschen ist das ein Thema, aber als Mensch denkt man manchmal vielleicht gar nicht daran, dass das Tiere auch ereilen kann. Kannst du uns dazu ein paar Worte einleitend geben? Also, was ist überhaupt eine Traumatisierung bei einem Tier? Ja, natürlich. Traumatisierung bei Tieren kann ganz unterschiedliche Ursachen haben, so wie bei Menschen auch. Es kann Misshandlung sein, es kann eine Vernachlässigung sein, es können natürliche Katastrophen sein, denken wir ans Ahrtal, es kann ein Unfall sein, ganz unterschiedliche Dinge oder auch, dass ein Mensch in der Familie verstorben ist, verunglückt ist. All das belastet ein Tier, genauso wie wir Menschen da ja auch drauf reagieren. Und diese traumatischen Erlebnisse, die können zu Verhaltensproblemen führen. Das kann eine Angststörung sein, psychische Gesundheitsprobleme können auftreten. Und so kann sich ein traumatisiertes Tier zum Beispiel ängstlich zeigen oder aggressiv, oder es kann sich auch völlig zurückziehen, sich völlig in so ein Schneckenhaus zurückziehen, so wie wir es bei Menschen ja manchmal auch kennen, ne? Und sehr oft finden wir halt so traumatisierte Tiere im Tierschutz, auch im Auslandstierschutz, genauso wie natürlich bei Tieren, die in deutschen Tierheimen landen. Und wie gesagt, es können auch Tiere sein, die einfach in der Familie etwas Schlimmes auch erlebt haben, wo sie zu Hause sind, ne? Oder bei ihrer Bezugsperson oder der Bezugsperson ist irgendwas Schlimmes passiert, ne? Das gibt es natürlich auch. So ein Heilprozess, der braucht ja seine Zeit, aber du bist eine Spezialistin eben für Bachblüten, Schüsselsalze und Reiki und du sagst, dass du damit Tiere wunderbar begleiten kannst. Kannst du uns etwas darüber erzählen? Ja, Bachblüten und Schüsslersalze und auch Reiki, das gehört alles zu einem ganzheitlichen Ansatz. Und diese Therapieformen können sehr gut dazu beitragen, die emotionale und physische Gesundheit von traumatisierten Tieren auch wiederherzustellen, ne, oder zumindest zu lindern, die Beschwerden. Bachblütenessenzen zum Beispiel können emotionale Blockaden lösen. Schüsslersalze, damit gleicht man ja den Mineralstoffhaushalt des Körpers aus, beziehungsweise fördert, dass die Mineralstoffe wieder besser aufgenommen werden. Und da gibt es spezielle Salze, die sehr gut helfen, Nerven und auch Muskulatur zu entspannen und zu beruhigen, was sich dann natürlich auch wieder sehr auf die Psyche mit auswirkt. Ja, und Reiki ist ja die Arbeit mit der universellen Energie durch Handauflegen zum Beispiel. Und damit kann man sehr gut die Energiebalance wiederherstellen und natürlich auch wieder ganz anders mit dem Tier in Kontakt kommen. Und zusammen setze ich alle drei Methoden sehr gerne ein, um einfach Stress abzubauen, um die Ängste zu reduzieren und auch die Selbstheilungskräfte des Tieres wieder zu aktivieren und anzuregen. Das ist wirklich eine super Kombination. Wie kann ein Tierbesitzer erkennen, ob sein Tier überhaupt traumatisiert ist? Ja, einmal gibt es recht häufige Anzeichen. Darunter sind ganz oft Verhaltensveränderungen wie Aggressivität, eine übermäßige Ängstlichkeit, die plötzlich auftritt, sage ich mal, übermäßiges Lecken oder Kratzen, auch Appetitlosigkeit oder Schlafstörungen. Das beobachten wir ganz oft. Alles, was, sage ich jetzt mal, auch ganz plötzlich auftritt, wenn ich jetzt das Tier schon lange habe. Wichtig ist dabei natürlich auch, dass man dann einmal abklärt, ob gesundheitlich noch irgendwas anderes vorliegt, weil manche Verhaltensweisen können ja auch einfach durch Schmerzen auftreten, ne? Ich sage jetzt mal so eine Aggressivität oder manche ziehen sich zurück dabei.
dass man einmal abklärt, gibt es gesundheitliche Probleme, die da jetzt im Vordergrund stehen, oder ist es wirklich dann mehr die Psyche oder so ein Trauma? Wenn so ein Tierbesitzer oder wenn man erkennt, dass das Tier da Probleme hat, ist es wichtig, erstmal auch professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, um zum Beispiel so eine Angstaggression nicht zu verstärken. Wenn man da falsch reagiert, hat man ganz schnell einen Angstbeißer, der natürlich bei Hunden dann nicht wirklich Spaß macht, ne? Kann auch gefährlich werden, je nachdem. Da ist es schon wichtig, sich auch Hilfe zu holen, um die Ursache zu ermitteln und dann auch eine geeignete Therapie zu planen. Bachblüten, Schüsslersalz und auch Reiki können da eine sehr gute unterstützende Rolle spielen, neben der Verhaltenstherapie, die ganz oft gemacht wird, oder auch Management. Ich sag mal, ihr seht jetzt hier meinen Hund im Hintergrund, die Tini. Die ist aus dem Tierschutz aus Rumänien und kam als sehr ängstlicher Hund an, die teilweise zum Beispiel dann auch aggressiv reagierte. Ne? Ich werde das nie vergessen. Die hat, als wir sie noch ein paar Wochen erst hatten, hatte sie eine Verletzung am Ohr und ich wollte da dran und wollte das mit Traumelsalbe einschmieren, erst desinfizieren und dann einschmieren. Da hat die sich unter den Küchentisch verzogen und hat mich angeknurrt. Ne? Stand da also mit Zähne gefletscht, Maul vor mir und die ist auch nicht so klein. Das ist schon beeindruckend. Und dann wurde mir von anderen gesagt, na ja, da kannst du jetzt nicht durchgehen lassen. Du musst die jetzt davor ziehen. Und dann war für mich aber ganz klar, nein, das mache ich auf keinen Fall, weil wenn ich sie jetzt davor ziehe, dann lernt sie sofort, dass ich ihr Knurren und ihre Angst nicht ernst nehme. Und dann wird demnächst nicht mehr geknurrt, sondern wird gleich gebissen. Ne? Weil es hätte gut sein können, so aufgeregt, wie sie da war, dass sie mich nach mir geschnappt hätte. Wir hatten sie noch nicht so lange. Und da macht es zum Beispiel Sinn, Management ins Spiel zu bringen, zu sagen, okay, halt, stopp, ich überlege jetzt mal. Wie kann ich die Situation anders lösen? Ich habe es dann so gemacht. Bei Tini geht alles über den Magen. Die ist sehr leckerli-freundlich, sage ich jetzt mal. Ich habe dann Leckerchen geholt, habe mich auf den Teppich gehockt, mich klein gemacht und habe gesagt, oh, ich habe da was ganz Feines und so, ne? 5 Minuten später war der Hund unterm Tisch vorgekommen und guckte und schnupperte. Und eine Viertelstunde später saßen wir auf diesem Teppich und ich habe sie an der Salbe riechen und lecken lassen. Und dann haben wir das Ohr eingeschmiert. Es war nach einer halben Stunde erledigt, ne? Und ich habe sie natürlich zu der Zeit auch mit allen drei Formen, mit Bachblüten, Reiki und auch Schüsslersalzen unterstützt. Und dadurch sind wir viel, viel schneller durch bestimmte Prozesse einfach gekommen und die Bindung ist auch schneller gekommen, ne? Und das ist einfach total schön, das zu sehen. Super, vielen, vielen Dank für dieses tolle Beispiel. Hast du vielleicht noch andere Beispiele, die du uns erzählen kannst? Also muss auch nicht so im Detail sein, aber wo man das überall anwenden kann? Ja, wir hatten zum Beispiel ein Pferd namens Rocky im Bekanntenkreis. Das hatte eine Verletzung während eines Sturms auf der Weide erlitten, ist dann natürlich behandelt worden, aber hat zum Beispiel eine unheimliche Angst vor Gewittern entwickelt, ne? Also oder vor so Stürmen. Und der kriegte richtig Panikattacken und hat gezittert, wenn er merkte, dass so Wetter aufkam. Und da konnten wir mit durch Bachblüten wirklich eine Beruhigung erreichen. Schüsslersalze haben die Stresssymptome gelindert, dadurch, dass wir ihm was für die Nerven und das Schüsslersalz Nummer 7 zum Beispiel für die Muskulatur zur Entspannung gegeben haben. Und durch Reiki-Behandlung hat er einfach wieder mehr Zutrauen gefasst, ne? Also da gibt es unzählige Beispiele, wo man das wirklich unheimlich gut kombinieren kann. Ja. Du sagst, man sollte auf jeden Fall einen Spezialisten aufsuchen, aber wie viel von alledem können dann Tierbesitzer auch sozusagen zwischen den Beratungen oder auch was können sie tun für ihr Tier von sich aus? Ja, Sie können es selber lernen. Also ich habe durch meine Tiere, ich wäre ja nicht so weit gekommen, wenn ich nicht meine Tiere gehabt hätte. Tiere haben mich immer begleitet.
Und ich hatte immer wieder Tiere mit neuen Aufgaben und schwupps habe ich eine neue Therapie gelernt. Es war immer wirklich spannend. Und ja, wir bieten ja bei der Isolde Richter Naturheilschule spezielle Tierbesitzer-Webinare an, die aber auch genauso für Heilpraktiker oder Tierheilpraktiker geeignet sind, wo man diese Therapieform sehr einfach und schnell und unkompliziert auch lernen kann, ne? Im Online-Webinar. Wir besprechen dort Fälle, machen da interaktiv auch Übungen. Man kriegt Unterstützung übers Forum, kann sich gegenseitig austauschen und das ist eine sehr, sehr schöne Möglichkeit. Ich sage jetzt mal, Schüssler Salze ist ein Seminar von 3 Abenden, zum Beispiel die Bachblüten auch. Und das reicht auf jeden Fall erstmal für einen guten Einstieg, dass man, klar muss man sich danach noch selber ein bisschen mehr mit beschäftigen, aber man kann schon sehr gut danach auch sich Bachblüten zum Beispiel aussuchen und Schüsslersalze genauso. Bei Fragen stehe ich da auch immer noch als Hilfestellung zur Seite, ne, auch nach dem Kurs. Und Reiki kann man mittlerweile bei uns auch an der Isolde Richter Naturheilschule online belegen. Es gibt ein Reiki-Seminar für Tiere, aber auch wer sich mit Reiki noch gar nicht auskennt, kann auch die Einweihung zumindest und auch Ausbildung in den ersten Reiki-Grad machen und danach kann man sich selbst und auch Tiere behandeln. Ne? Das ist eine wunderbare Möglichkeit. Okay, das klingt super, super spannend, liebe Heike. Dankeschön für diese Einführung in dieses Thema. Gerne. Kein leichtes Thema, aber es ist so toll, dass man all diese Werkzeuge zur Hand hat. Also Dankeschön, dass du die Einladung angenommen hast. Danke auch für die Zeit unserer Zuhörer und Zuschauer. Dankeschön. Ja, ich danke auch allen. Tschüss. Tschüss.